Richard von Weizsäcker, 6. Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland 1984 bis 1994. Geboren am 15. April 1920 in Stuttgart, verheiratet mit Marianne von Kretschmann, 4 Kinder. Sein Büro in Berlin-Mitte ist heute ein Zentrum internationaler Diplomatie und politischer Präsenz. Sie blicken jetzt auf mehr als 7 Jahrzehnte dieses Jahrhunderts zurück. Was ist Ihre allererste Erinnerung? Meine erste Erinnerung bezieht sich auf die Solitüde bei Stuttgart. Das ist eine Höhe, wo meine beiden Großmütter, als ich ein kleines Kind war, lebten und wo wir die Sommerferien zugebracht haben. Meine Eltern sind dort begraben, mein gefallener Bruder auch. Das ist so ein bisschen Heimat von unserer Familie. Und da habe ich so als 3- oder 4-Jähriger meine ersten Erinnerungen. Welche Erinnerungen sind das? Ist das das Gebäude oder? Nein, das ist die Atmosphäre. Das ist, sind kleine Häuser rings um ein ehemals herzogliches oder königliches Schloss aus Württemberg. Und in diesen kleinen Häusern haben meine beiden Großeltern gewohnt, weil sie beide im württembergischen Staatsdienst tätig waren. Sie sind ja selbst in Stuttgart geboren, aber dann in vielen anderen Städten aufgewachsen. Ich denke, es ist eine Art internationaler Zuschnitt Ihrer Jugendzeit gewesen. Bern, Basel, Kopenhagen, Oslo, dann später im Studium Oxford, Grenoble. Waren Sie sich damals schon bewusst, dass das Ganze ein großes Privileg ist, so international aufzuwachsen? Denn selbstverständlich war es ja damals wohl noch nicht. Mein Vater war Diplomat. Das brachte Umzüge und Auslandsaufenthalte mit sich. Dass das ein Privileg war, habe ich natürlich vor allem verspürt, als die Nazi-Zeit anfing. Ich war zwar damals erst 13 Jahre alt, aber in Deutschland gab es keine Devisen, man konnte gar nicht ins Ausland ausreisen, es sei denn mit sehr hohen Kosten verbunden. Und dass ich zum Beispiel noch vor dem Krieg je ein halbes Jahr in Frankreich und in England studieren durfte, war natürlich ein völlig aus dem Rahmen fallender Vorzug. Die längste Zeit als Kind, abgesehen von Berlin, habe ich in der Schweiz zugebracht. Dort habe ich auch die prägenden Schuljahre, also zwischen meinem 13. und 16. Lebensjahr, verbracht. Die Verbindung dorthin ist bis zum heutigen Tag lebendig geblieben. Also es war eigentlich nicht so sehr ein kosmopolitischer Rundflug überall in der Welt, sondern es war ein Aufenthalt in Nachbarländern, mit denen mich bis heute eine tiefe Zuneigung verbindet. Lesen und Schreiben habe ich aber in der Tat in Kopenhagen in Dänemark gelernt. Haben Sie damals schon daran gedacht, je selbst Diplomat zu werden? Der Beruf hat mich immer sehr angezogen, das ist richtig. Ich habe mich jedes Mal gefreut, wenn in der Familie das Signal kam, es müsse wieder umgezogen werden. Für die Familienmutter ist das eine Riesenstrapaze. Für die Kinder, die reagieren vielleicht unterschiedlich. Ich fand aber häufig einen Schulwechsel und das Kennenlernen einer neuen Umgebung auch schon in früher Jugend außerordentlich anregend und habe mich darüber immer sehr gefreut. Aber zu einem ernsthaften Versuch, selber mich um die Annahme im diplomatischen Dienst zu bemühen, ist es dann in meinem späteren Leben nie gekommen. Als Sie angefangen haben, Jura zu studieren, welches Berufsziel hat Ihnen denn da vorgeschwebt? Das ist eine sehr gute Frage, die darin besteht, dass ich sie nicht gut beantworten kann. Es war so eine Mischung von Studien von Sprachen, Jurisprudenz und Geschichte. Ich habe immer gedacht, dass man mithilfe der
Jurisprudenz die größte Breite an Möglichkeiten hat, aber an einen juristischen Beruf im engeren Sinne, also an die Anwaltschaft oder an eine Richterlaufbahn, habe ich nie gedacht. Insofern hat für mich dieses Studium auch in erster Linie seine Rolle als eine allgemeine Grundlage für das Denken und die Ausbildung gehabt. Aber sie war eben nicht eigentlich Berufsausbildung im engeren Sinn. Hatten Sie damals schon eine klare Vorstellung von Ihren Begabungen? Also ganz so würde ich das eigentlich nicht nennen. Erstens, über eigene Begabungen denkt man ja als junger Mensch kaum nach. Ich habe es jedenfalls wohl nicht getan. Sprachen sind mir relativ leicht gefallen, das habe ich schon gemerkt. Aber die waren ja mehr ein Instrument, aber kein Ziel eines Berufs. Aber eines, ich habe vor dem Krieg angefangen zu studieren und dann war ich beinahe 7 Jahre lang Soldat. Erst im Arbeitsdienst und dann nachher in meiner Militärzeit und während des ganzen Krieges. Ich hatte dann das große Glück, ohne Gefangenschaft, bald nach dem Ende des Krieges mein Studium von neuem beginnen zu können. Das war nun eine Zeit, in der sich für meine Generation zum ersten Mal die Welt in geistiger Freiheit auftat. An der Universität, an der ich war, nämlich in Göttingen, sammelten sich in verschiedenen Fächern der Theologie, der Geschichte, der Philosophie, der Naturwissenschaften und natürlich auch in meinem eigenen Studienfach hervorragende Lehrkräfte. Und wir, die wir nun zweite Hälfte 20 damals schon waren und doch an Schicksalen schon einiges und auch an Verantwortungen schon einiges erlebt hatten, wir wollten uns gar nicht so sehr spezialisieren, sondern wir freuten uns über die große Chance, vordringen zu können in eine uns bis dahin doch weitgehend verschlossene Welt. Und das war bei mir vielleicht in erster Linie die Geschichte, dann aber zum Beispiel die russische Literatur und die evangelische Theologie. Ja, während man in der Jurisprudenz selber dank hervorragender Repetitoren sich eigentlich erst in den letzten 1,5 Jahren wirklich ernsthaft aufs Examen vorbereitete. Die eigentliche Vorlesungsreihe, die man belegte, ging quer durch verschiedene Fakultäten hindurch. Und das war ein wunderbarer Reichtum, den ich bis zum heutigen Tage so empfinde. Es war gewissermaßen ein selbst entworfenes Studium Generale, nicht? Es tauchen Namen wie Gerhard von Rath oder Joachim Jeremias auf, die aus der Theologie stammen und wo man sich wundert, sie in ihrer akademischen Biografie vorzufinden, diese beiden Namen zum Beispiel. Ja, aber ich meine, damals in Göttingen, unter anderem erschien dort der alte Max Planck, von dem habe ich auch noch einen Vortrag gehört. Oder bei in der Geschichte Hermann Heimpel und Brandi und andere. Also wirklich große Namen in ihren Fächern, die sich eben nun auch wirklich mit vorbildlicher Hingabe dieser jungen Studentengeneration zuwandte. Das heißt, wie gesagt, so furchtbar jung waren wir ja gar nicht mehr und völlig unerfahren, wie man es noch als 18- oder 19-jähriger Student gewesen sein mag, waren wir auch nicht. Das war eine Symbiose zwischen Lehrern und Lernenden, die uns in den ersten 3 Jahren der Nachkriegszeit einen großen Schatz für das weitere Leben mitgegeben hat. Ich komme gerne noch mal auf die Militärzeit zurück, über eine Zeit, über die man ja im Allgemeinen nicht gerne spricht, weil sie mit schlimmen Erinnerungen verbunden ist. Sie waren 19, als der Zweite Weltkrieg begann, ja. Und etwa 25, als er vorbei war, nicht? Mhm. Und Sie waren Offiziersanwärter, Offizier und in vorderster Front. Sie waren verwundet. Wie sieht das eigentlich jetzt im Rückblick aus? Welche Erfahrungen waren für Sie von bleibender Bedeutung?
von jetzt her zurückgesehen? Ich hatte vor dem Krieg meine Militärpflicht zu absolvieren begonnen. Das waren damals 2 Jahre. Als ich das erste Jahr hinter mir hatte, brach der Krieg aus und ich wurde dann später Reserveoffizier während des Krieges, war aber mit wenigen Monaten Unterbrechung die ganze Zeit bei meinem Regiment, einem Infanterieregiment, während des Polenfeldzuges und während des ganzen Russlandkrieges. Im Grunde waren es 2 Haupterfahrungen oder Erinnerungen, an die ich heute denke. Das eine ist, je länger der Krieg in Russland dauerte, desto klarer wurde doch auch, dass es sich um eine militärische Aktion handelte, die überhaupt nur negativ für die Deutschen ausgehen konnte. Man hatte also, wenn man auch selber eine gewisse Verantwortung hatte, also ich war zum Beispiel die letzten 2,5 Jahre oder letzten 2 Jahre sogenannter Regimentsadjutant in meinem Regiment, da kamen die Befehle von oben, von hinten und die musste man nun seinerseits weitergeben an die Bataillone und die Regimentseinheiten. Und die Frage, vor der man, je länger der Krieg dauerte, immer wieder stand, war, wie lässt es sich verantworten, Befehle zum Durchhalten zu geben, deren letztendliche Sinnlosigkeit je länger, desto mehr hervorschien. Wie kann man es verantworten, Befehle zu geben, nur weil sie die Übersetzung von höheren Befehlen darstellt, ohne sich selber in erster Linie dem auszusetzen, was man da anderen zumutete. Das Zweite, was aber damit doch eng zusammenhängt, man hat in der Militärzeit seine Mitmenschen ja wirklich kennengelernt. Man war ja auf Gedeih und Verderb aufeinander angewiesen und das hat dazu geführt, dass man auch wirklich unlösbare Freundschaften geschlossen hat. Diese Freundschaften sind, soweit die Menschen am Leben geblieben sind, auch in der ganzen Zeit danach erhalten geblieben und eigentlich kaum durch Freundschaften noch ergänzt oder im selben tiefen Sinne wiederholbar geworden in der Zeit nach dem Krieg. Also es war eine schwere Erfahrung, über die man schon deswegen nicht gerne spricht, weil man ja Menschen, die nicht dabei waren, gar nicht verständlich machen kann, worum es ging. Die allermeisten Soldaten haben guten Glaubens ihren Dienst getan. François Mitterrand hat 50 Jahre nach dem Ende des Krieges hier in Berlin am 8. Mai 1995 über seine Erfahrung mit deutschen Soldaten in einer Form gesprochen, die ich sehr vorbildlich fand. Er hat gesagt, sie haben für ihre Heimat gekämpft, sie haben zum allergrößten Teil guten Glaubens gekämpft. Sie wurden für eine schlechte Sache eingesetzt, aber sie haben ihr Land geliebt, wie wir es alle tun. Da wäre nun viel noch dazu zu sagen, denn es trifft natürlich nicht für alle zu. Aber ich war nun außerdem in einem Regiment, das war ein Regiment, das aus Potsdam stammte, das vielleicht ein bisschen untypisch war für manche andere Teile der Wehrmacht. In welcher Hinsicht untypisch? Es hat in keinem anderen Truppenteil der Wehrmacht so viele Opfer
am und nach dem 20. Juli 1944 gegeben, wie aus diesem Regiment. Mit anderen Worten, einige der Schlüsselpersonen, die mit dem Widerstand gegen Hitler zu tun hatten, stammten aus diesem Regiment. Und die Atmosphäre, in der man sich untereinander besprach und auch was man verabredete für den Fall, dass ein geplantes Attentat zu seinem Erfolg, zu seinem gedachten Erfolg führen würde, das hat jedenfalls im engeren Freundeskreis in diesem Regiment doch zu einer etwas atypischen Atmosphäre geführt. Sie konnten ja die Erinnerung an die Geschehnisse des Zweiten Weltkriegs gar nicht so schnell ablegen wie andere, weil Sie nach dem Krieg noch einmal hinein verwickelt wurden in das, was geschehen war, nämlich dadurch, dass Sie an der Verteidigung Ihres Vaters beim Wilhelmstraßenprozess mitgewirkt haben. Und Sie haben das selbst mal als einen großen Geschichtsunterricht bezeichnet, was Sie dort erfahren haben. Mögen Sie darüber reden, in welcher inneren Bewusstseinshaltung Sie diese schwierige Aufgabe übernommen haben? Sie waren junger Jurist. Ja, ich war damals Student und 27 Jahre alt. Es war ein unersetzliches menschliches Erlebnis und ein Geschichtsunterricht, wie man ihn sich kaum intensiver vorstellen kann. Mein Vater war Diplomat, war in den Jahren 1938 bis 1943 Staatssekretär im Auswärtigen Amt gewesen. Dass die siegreichen Alliierten in Deutschland ihre Prozesse in Gang setzten, war nur allzu verständlich, dass es ihnen schwer fiel, zu verstehen, was wirklich in Deutschland sich zugetragen hatte. Auch das war nur allzu verständlich. Es gab pauschale Vorwürfe, so mehr oder weniger gegen alle. Sie hätten sich an der Planung und Durchführung der schrecklichen Ermordung der Juden beteiligt, was in dieser pauschalen Art natürlich überhaupt nicht stimmte. Demgegenüber kam es dann auch zu pauschalen Verteidigungen, die auch übertrieben waren. Mein Vater hatte, wie es seiner Generation ja auch entsprach, nach dem Versailler Vertrag vor allem das Ziel, eine friedliche Revision der für Deutschland zu bedrückenden Bestimmungen des Versailler Vertrages mit außenpolitischen Mitteln zu erreichen. Das vorrangige Ziel war aber immer die friedlichen Mittel, denn diese ganze Generation war ja durch das Grauen des Ersten Weltkrieges hinreichend tief geprägt. Diesem Ziel hat er sich mit aller seiner Kraft gewidmet und dabei ist er gescheitert. Niemand hat das früher und existenzieller erkannt als er selber. Dass er aber mit dieser seiner Linie dann am Ende vor einem alliierten Gericht erscheinen sollte, weil er angeblich Angriffskriege vorbereitet hätte, das allerdings stellte seine eigene Überzeugung und seine eigenen Versuche auf den Kopf. Das klarzustellen, darum haben wir uns in der Verteidigung bemüht. Ich habe verstanden, dass mein Vater selber am liebsten überhaupt nicht sprechen wollte. Wir haben immer versucht, ihn stärker dazu zu bringen, um nun eben auch den Richtern, die dort saßen, begreiflich zu machen, was sich abgespielt hatte. Wir haben fast alle Überlebenden aus der Nazi-Zeit ja als Zeugen, sei es der Anklage, sei es der Verteidigung, erlebt. Ich habe vielleicht auch als einer der ersten Einblick in Akten aus der damaligen Zeit bekommen. Und da ich selber mir eine Zeit lang überlegt hatte, an das Institut für Zeitgeschichte nach München zu gehen und dort einen Beruf auszuüben, war das für mich also auch von hohem Interesse.
Aber im Übrigen war es die Zuneigung zu meinem Vater und die Überzeugung, dass das, was er gewollt hatte, eine notwendige und ehrenhafte, aber eine gescheiterte Mission gewesen ist. Er ist dann in Nürnberg verurteilt worden. Später hat der amerikanische Hohe Kommissar McCloy erklärt, er sei zwar keine Berufungsinstanz, aber mit den Mitteln, die ihm zur Gebote stünden, wollte er doch sagen, was er dächte, und ordnete die Haftentlassung meines Vaters an. Churchill selber hat den Prozess gegen meinen Vater als einen tödlichen Irrtum der amerikanischen Anklagebehörde bezeichnet. Aber dass Missverständnisse dieser Art lange Zeit die Oberhand behielten, das hat mein Vater und das haben wir alle als unumgänglich erkannt. Es war ein kleines Kapitel in dem unumgänglichen, notwendigen und schweren und harten Prozess der Erkenntnis dessen, was sich wirklich zugetragen hatte, und der Erinnerung an diese Zeit, um aus ihr für die Zukunft zu lernen. Und deswegen hat natürlich auch mich selber, abgesehen davon, dass ich hier besonders intensiv mit meinem Vater zusammen sein konnte, hat natürlich auch für mich selber diese Zeit ihre prägende Funktion nie verloren. War es für Sie ein Problem, dass es eine Institution der Siegermächte war, die dieses Tribunal durchführte und nicht ein deutsches Gericht, oder spielte das damals keine Rolle? Ich habe zusammen mit einem Freund, als ich zum ersten Mal in die Nähe des Nürnberger Gerichts kam, eine richtige Aufwallung empfunden. Wir fänden es doch schrecklich, dass diese notwendigen Prozesse nicht in der Hand von uns Deutschen liegen, sondern in der Hand der Sieger. Aber das war irreal, diese Vorstellung, die wir hatten. Insgesamt ist die Erkenntnis der Menschheit über Völkerrecht und Strafrecht im internationalen Sinn, über Menschenrecht und seinen Schutz auch durch diese Prozesse alles in allem gefördert worden, einschließlich der Irrtümer, die bei diesen Prozessen völlig unvermeidlich war. Aber das Stichwort Siegerjustiz möchte ich deshalb nicht anwenden, weil mit ihm ja eigentlich gemeint ist, hier ging es gar nicht um Gerechtigkeit, sondern darum, dass der Sieger dem Besiegten noch einmal so richtig ins Gesicht tritt. Es hat jedenfalls doch unter den Amerikanern, auch wenn sie gewiss schweren Irrtümern aufsaßen, die ernsthafte Bemühung um Gerechtigkeit und Geschichtserkenntnis gegeben. Ja, Sie sind dann also nicht ins Institut für Zeitgeschichte gegangen, sondern Nein, nach Ihrem Studium zunächst in die Wirtschaft. Und das war für mich immer überraschend, weil Sie natürlich für mich auch eben der Politiker, der Staatsmann waren. Und beim Studium Ihrer Biografie schon vor vielen Jahren sehe ich dann plötzlich, also Sie waren auch sehr früh dann schon Manager in der Industrie und Bankier, und irgendwie schien mir das gar nicht zu passen. Und deshalb die Frage, war das für Sie, hat sich das nur so ergeben durch familiäre Gründe oder konkrete Situationen, oder hat das irgendwann mal zu Ihren Leitvorstellungen gehört, ein Industriemanager? Also ich stamme aus einer Familie, in der eigentlich noch nie jemand in der Wirtschaft tätig gewesen ist, und habe es selber immer als ein Manko empfunden, dass wir vielleicht dies und jenes von Naturwissenschaft oder Theologie oder auch vom Staatsdienst an Erfahrungen zusammengesammelt haben, aber gar nichts von der Wirtschaft. Ins Institut für Zeitgeschichte nach München zu gehen, wäre die ganz logische und organische Fortsetzung dessen gewesen, was ich ja schon in anderthalb Jahren Tätigkeit als Hilfsverteidiger in Nürnberg begonnen hatte.
nicht um etwas zu verteidigen von München aus, sondern um etwas zu erkennen. Aber die Wirtschaft kennenzulernen, zumal in der Phase, in der sich nun die Bundesrepublik Deutschland damals befand, also vom Jahr 1950 an, das schien mir eben doch wichtig zu sein. Und so habe ich schon nach meinen ersten juristischen Examina meine ganze Referendarzeit dazu benutzt, um in der Wirtschaft Fuß zu fassen, und bin dann ungefähr 15 Jahre lang in der Wirtschaft tätig gewesen. Das war von mir nie als Umweg woanders hingedacht, sondern als eine notwendige, nicht nur berufliche Tätigkeit und Erwerb des Lebensunterhaltes, sondern als eine Beteiligung an dem, was ja damals von entscheidender Bedeutung für das war, was wir nun nach dem Krieg in der Bundesrepublik zu machen hatten, nämlich einen Stein auf den anderen wiederzusetzen und voranzukommen. Und das war nun damals sehr viel mehr die Wirtschaft als zum Beispiel die Außenpolitik. In der Außenpolitik sind wir in die Westbindung Europas und des Atlantischen Bündnisses hineingekommen. Das war ein Glück für uns, aber nicht wir waren dabei, wir Deutschen, die Mitführenden. Dagegen, was in der Wirtschaft vollbracht werden konnte, das hing noch von unseren eigenen Anstrengungen ab. Und deswegen habe ich das mit Überzeugung auch betrieben. Aber als es dann etwas länger als 10 Jahre gedauert hatte, habe ich dann schon gefunden, irgendwann im Laufe meines Lebens möchte ich mich doch lieber der Politik selber zuwenden. Gibt es da eine Zeit oder einen Zeitpunkt oder Umstände, die die Politik in Ihren Gesichtskreis treten ließ? Oder war das immer so, dass für Sie eine politische Laufbahn, eine politische Funktion, Mandate, Ämter im Bereich des Erstrebenswerten standen? Ich will nicht sagen eine politische Laufbahn oder politische Ämter, aber dass das politische Interesse als solches im Zentrum des eigenen Denkens stand, das ist eine Erfahrung, die ich ja in Wirklichkeit schon aus meiner Kindheit her habe. Nicht nur aus dem Elternhaus, das mit der Außenpolitik immer zu tun hatte, sondern selbst in den frühen Jahren auf der Schule, also zum Beispiel hier in Berlin in den Jahren 1930 bis 1933 bin ich dann in die Schweiz gekommen, in einer Zeit also, in der wir selber nun wirklich unmündige Knaben waren, war trotzdem das, was aus den Zeitungen über die politischen Entwicklungen in Berlin zu entnehmen war, für uns unaufhörlich Pausengesprächsthema. Ich war in meiner Berliner Schulklasse, in der ich im Jahr 37 Abitur gemacht habe, zusammen mit jüdischen Mitschülern fast die Hälfte meiner Mitschüler in meiner Abitursklasse waren jüdische Mitschüler. Deren Schicksal hat man doch wahrgenommen mit wachen Augen. Die meisten von ihnen sind zum Glück noch rechtzeitig aus Deutschland, nach 37 aus Deutschland noch herausgekommen. Also man lebte in einer politisierten Atmosphäre im Grunde von Jugend auf. Und in der Wirtschaft war es bei mir dann auch so. Ich war in der Montanindustrie zuerst, also Eisen und Stahl und Kohle und so weiter. Und da hatte ich dann zu tun mit dem Aufbau der qualifizierten Mitbestimmung in der Montanindustrie oder mit dem Betriebsverfassungsgesetz, also wenn Sie wollen, mit sozial- und wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen, in denen die Wirtschaft arbeitete. So furchtbar fern von der Politik war mit anderen Worten das, was ich in der Wirtschaft tat, auch nicht. Es war ja damals wohl auch noch nicht so klar, dass Politik Parteipolitik hieß, nicht? Nein, für mich jedenfalls sicher nicht. Wir hatten in den 50er Jahren im Rhein-Ruhr-Gebiet einen sozialpolitischen Arbeitskreis, dem ich mich anschloss und an dem ich auch mitgearbeitet habe. Da ging es so um Fragen der
Gewinnbeteiligung der Belegschaftsaktien und anderen sozialpolitischen Ausgestaltungen des marktwirtschaftlichen Systems. Das hat mich sehr interessiert, obwohl ich dann später eigentlich mit Wirtschafts- und Sozialpolitik sehr viel weniger zu tun hatte als mit Deutschland und Außenpolitik. Aber zwischendurch muss ich nun doch noch etwas anderes erwähnen. Ich habe während dieser wirtschaftlichen Tätigkeit eigentlich, ohne dass ich mir das vorgenommen hatte, aber aus Interesse häufig an Kirchentagen teilgenommen, am evangelischen Kirchentag, also an großen Laientreffen. Mich hat daran sehr überzeugt, dass sich hier Christen aus ihren örtlichen Gemeinden zusammenfanden und in einem ökumenischen, das heißt über die eigene Konfession hinaus denkenden Sinn miteinander darüber redeten, wie man denn nun eigentlich eine Verantwortung als Christen in der Welt wahrnehmen kann. Da war ich also häufiger beteiligt, auch da und dort aktiver beteiligt. Und dann wurde ich zu meiner eigenen Überraschung gefragt, ob ich nicht in der Leitung dieses Kirchentages mitarbeiten wollte. Das habe ich dann Anfang der 60er Jahre auch zugesagt. Und es kam dann eine Zeit von nicht ganz 10 Jahren, in der ich in Wirklichkeit in der Wirtschaft immer weniger war und in der Politik nicht angefangen hatte, sondern als Laie in meiner eigenen Kirche tätig war. Sowohl in der Bundesrepublik Deutschland als auch im sogenannten Ökumenischen Rat der Kirchen, also in einer weltweiten Kirchenorganisation. Natürlich, diese kirchliche Tätigkeit ist keine politische und sie sollte und sollte nach meinem eigenen Willen ja auch gar nicht einen Übergang in die Politik hinein darstellen. Aber ein bisschen war es dann doch so, denn ich schied dann Mitte der 60er Jahre aus der Wirtschaft aus, bekam eine Anfrage, ob ich für den Bundestag kandidieren wollte, musste das aber ablehnen, weil ich Kirchentagsverantwortung hatte und das wollte ich nicht miteinander verbinden. Sie waren Präsident des Kirchentages? War Präsident des Kirchentages so von ungefähr 64 bis 69 oder 70. Deswegen bin ich nicht, wie mir damals vorgeschlagen wurde, habe damals noch mit Adenauer darüber korrespondiert, nicht im Jahr 65 zu einer Kandidatur angetreten, sondern erst im Jahr 69. Jetzt haben wir die Politik so oft erwähnt, dass wir nun doch auf die Politik kommen sollten. Sie sind ja sehr früh in die CDU eingetreten und haben Mandate und Ämter auf dieser Basis gehabt und sind schließlich auch Bundespräsident geworden. Und wer heute Ihr Profil vor diesem Horizont anschaut oder erwähnt, sagen wir mal, der stellt fest, dass Ihr Ansehen in der Welt und bei allen politischen Gruppen in unserem Land völlig unbestritten ist. Nur in einer Gruppe ist es nicht unumstritten, nämlich in Ihrer eigenen Partei. Und das wundert mich immer. Ich habe immer versucht, das zu verstehen. Können Sie sich erklären, woran das denn eigentlich liegt? Naja, also ich habe eben schon erwähnt, im Jahr 69 habe ich dann erstmals für den Bundestag kandidiert. Dort im Bundestag wurde ich sofort sogenannter Sprecher, Obmann, wie das hieß, für die Deutschlandpolitik im sogenannten Innerdeutschen Ausschuss und außerdem Mitglied des Auswärtigen Ausschusses. Das war die Phase, in der das, was wir immer die Ostpolitik, die neue Ostpolitik genannt haben, nun ihrem Höhepunkt entgegenging. Diese Ostpolitik war insgesamt in der Bundesrepublik Deutschland sehr umstritten. Sie war besonders umstritten in meiner eigenen Partei und Fraktion. Ich aber hatte während meiner kirchlichen Zeit in sehr vielen Kontakten
mit den Kirchentags- und sonstigen Kirchenleuten in der DDR mich um diese Deutschlandpolitik immer schon sehr gekümmert, hatte schon 60er Jahren, also jedenfalls lange bevor ich in den Bundestag kam, mich auch schon öffentlich über die Notwendigkeit einer Annäherung an unseren polnischen Nachbarn geäußert. Hatte das höchst heikle Thema der Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze dabei auch behandelt und habe in dieser Ostpolitik von vornherein eine Position vertreten, die bei der Mehrheit meiner eigenen Partei mindestens zunächst eher auf Widerspruch als auf Zustimmung stieß. Diese meine Position war vorher bekannt. Man hatte mich trotzdem gebeten, mitzuwirken, und nun musste man mich halt nehmen, wie ich war. Das hat sich dann so im Laufe der Zeit weiter fortgesetzt. Später kam ich nach Berlin, wurde hier in Berlin regierender Bürgermeister, habe hier natürlich gerade ostpolitisch und in Bezug auf den Kontakt mit den östlichen Nachbarn, aber auch in Bezug auf den Kontakt mit den Stellen in der DDR, häufig eine etwas offenere Position vertreten und Praxis geübt, als sie aus dem Herzen und Kern meiner eigenen Partei und Fraktion kam. Und das hat zu manchen Spannungen geführt, das ist gar nicht zu leugnen. Aber ich habe es eigentlich immer für demokratisch überzeugender gehalten, wenn eine Partei nicht den Eindruck erweckt, als ob man von A bis Z immer über alles vollkommen einig sein müsste oder als ob man von A bis Z immer einem von oben gegebenen Kommando nachzulaufen hätte, sondern dass man sich auch auseinandersetzen muss und verschiedene Meinungen halt auch anhören und in Stellung gegeneinander oder miteinander bringen muss. Daran war ich halt in diesen Außen-, Ost- und deutschlandpolitischen Fragen sehr beteiligt. Und das hat, wie Sie erwähnt haben, zu manchen Spannungen geführt. Später wurde ich dann Bundespräsident und als solcher ist man sowieso zur Überparteilichkeit verpflichtet. Das ist mir, wie ich gestehen muss, nicht so furchtbar schwer gefallen. Ja, ja, das entsprach gewissermaßen Ihrem Naturell, überparteilich zu denken. Ist eigentlich, wenn man das mal jetzt einen Moment lang theoretisch wendet, eine eindeutige Parteilichkeit für Sie so etwas wie Beschränktheit? Nein, das finde ich. Wir kommen in unserer parlamentarischen Demokratie in einem Land mit vielen Einwohnern ganz gewiss nicht ohne die Parteien aus. Die Art und Weise, wie unser Grundgesetz die Parteien behandelt, ist vielleicht ein ziemliches Understatement. Das heißt, die Parteien sind in Wahrheit sehr viel mächtiger und wichtiger, als unsere Verfassung das zum Ausdruck bringt. Aber jedenfalls sind sie unbedingt notwendig. Außerdem ist auch richtig, dass eine Partei letzten Endes natürlich nur dann handeln kann, wenn sie nach entsprechenden Diskussionen in den eigenen Reihen schließlich in einer erkennbaren Weise gemeinsam handelt. Dennoch ist es unterschiedlich, wie viel innerparteiliche Diskussion erwünscht wird und als glaubhaft anerkannt wird. Das ist unterschiedlich in den verschiedenen Parteien. Und ich habe in meiner eigenen mich immer mehr dafür eingesetzt, die innerparteiliche Diskussion ernst zu nehmen und in keiner Weise zu scheuen und nicht als etwas zu betrachten, an dem letzten Endes die Wählerinnen und Wähler eher etwas Abstoßendes erkennen müssten, sondern als den erkennbaren, immer von neuem übernommenen Auftrag, sich wirklich den Problemen und ihren Lösungen zuzuwenden und nicht die Probleme nur als Instrumente für die Erringung und Erhaltung der eigenen Macht zu verstehen. Und das ist das Urproblem in allen Demokratien und keineswegs nur bei uns.
machen die Parteien und ihre führenden Vertreter erkennbar, dass ihr Wettbewerb untereinander dem Ziel dient, den besten Weg zur Lösung der Probleme zu finden, oder instrumentalisieren sie die Probleme, um die eigene Macht zu befestigen? Naja, und da sind eben die Temperamente und Ansichten auch ein bisschen verschieden. Ja, für den Staatsbürger ist das ja gar kein Problem. Also als Staatsbürger hat man es begrüßt, dass der Bundespräsident die Parteien kritisiert hat. Aber der Typ des Parteifunktionärs hat das wohl nicht begrüßt, sondern er fand sich so stark in Frage gestellt, dass man es ihm übel genommen hat. Ich kann auch verstehen, dass einige ihn übel genommen haben, dass sie nach relativ kurzer Zeit des Amtes des regierenden Bürgermeisters dann nach Bonn gegangen sind, um Bundespräsident zu werden. Es hat wohl sogar Leute gegeben, die sie beeinflussen wollten, doch trotz der Möglichkeit, Präsident zu werden, hier zu bleiben und in Berlin regierender Bürgermeister zu bleiben. Das kann ich auch verstehen. Nur, ich meine, wenn Sie diesen Punkt erwähnen, dann muss ich doch noch mal daran erinnern, also meine Partei hatte mich im Jahr 1974 als Kandidat für das Präsidentenamt aufgestellt. Über das im Jahr 69, als Heinemann Bundespräsident wurde, gab es schon die erste Diskussion darüber, ob ich das nicht vielleicht als Kandidatur für meine Partei übernehmen sollte. Und dass man dann, als mein Vorgänger, Professor Carstens, zu unserer aller Überraschung, auch zu meiner eigenen Überraschung, Anfang der 80er Jahre erklärte, er wolle nicht für eine zweite Amtszeit zur Verfügung stehen. Es müsse also im Jahr 1984 ein neuer Präsident gewählt werden. Dass man dann wieder auf die Idee kam, zu sagen, man solle mich fragen, war ja nicht so furchtbar überraschend. Für mich waren die drei Jahre als regierender Bürgermeister in Berlin von prägender Bedeutung. Ich habe hier Dinge gelernt und mich Herausforderungen zu stellen gehabt, die für mich neu und absolut entscheidend auch für das spätere Präsidentschaftsamt waren. Aber als ich dann im Jahr 84 oder im Winter 83, 84 aufgefordert wurde, nun doch wie schon 10 Jahre früher noch einmal für dieses Amt zu kandidieren, war das, wenn ich das so sagen darf, relativ organisch gedacht. Dann fiel der Abschied aus Berlin schwer. Ich habe trotzdem in Fragen, die mir immer sehr wichtig gewesen sind, gefunden, vieles, was ich als Berliner Bürgermeister gesagt habe, wurde erst dann gehört, als ich es als Bundespräsident wiederholt habe. Insofern war die Möglichkeit der Beteiligung an der Prägung des politischen Bildes und dem Verständnis der politischen Aufgaben in Deutschland für mich doch in dem Amt des Bundespräsidenten auch etwas Wichtiges, während man als regierender Bürgermeister natürlich in erster Linie in der Exekutive in dieser exponierten Lage hier in Berlin zu arbeiten hatte. Und das hat mich ganz gewiss auch vollkommen angefühlt. Ich glaube, Sie hätten dann nach einer Reihe von Jahren in Berlin auch bei denen, die mir gegrollt hatten, dass ich mich für die Wahl zum Bundespräsidenten bereit erklärt hatte, dass die diesen Groll dann abgelegt haben. Ja, nun sind Sie auch nach Berlin zurückgekehrt. Aber die Zeit des Bundespräsidenten ist ja nun eigentlich das Prägende und Starke in Ihrem politischen Leben gewesen. Sie waren 10 Jahre lang Bundespräsident und haben die Republik geprägt und auch dieses Amt geprägt. Haben Sie ein bisschen gelitten unter der Machtlosigkeit dieses Amtes oder haben Sie gerade darin in der Möglichkeit, es durch Reden zu prägen, eine besondere und einmalige Chance für sich selbst gesehen? Die Entscheidung, die
damals in den Jahren 48, 49 getroffen worden war in Bezug auf die Verteilung der Kompetenzen zwischen den verschiedenen Verfassungsorganen, war so, wie wir sie alle kennen. Als solche war sie hinzunehmen. Sie hatte sich bewährt und daran gab es nichts herumzulamentieren. Natürlich gibt es einzelne Sachen, bei denen ich es nicht für schädlich hielte, wenn der Bundespräsident gerade in seiner überparteilichen Funktion vielleicht noch einen etwas stärkeren Einfluss hätte, also beim Vorschlag von Kandidaten für das Amt eines Bundesverfassungsrichters oder in anderen Fragen. Aber im Ganzen habe ich in den 10 Jahren nicht einen Mangel an Kompetenz als Belastung empfunden. Wenn man in diesem Amt weiß, was man sagen möchte, dann kann man es auch sagen und wird auch gehört. Die Frage war also nicht so sehr, warum hat man nicht mehr Kompetenzen, sondern die Frage war, weiß man denn, wo die Probleme wirklich zu finden sind und was man von ihnen, was man zu ihnen zu sagen hat. Sie haben ja sehr stark gewirkt nach innen und auch außenpolitisch durch Ihre Reden. Immer wieder wird die Rede zum 8. Mai erwähnt. Das ist ja eine Art der Wirkung, die sich an das Bewusstsein der Menschen richtet. Also da geht es nicht darum, sofort irgendetwas zu tun oder zu handeln, sondern zunächst einmal nachzudenken. Haben Sie den Eindruck jetzt im Rückblick auf Ihre Präsidentenzeit, dass Ihre Reden das Bewusstsein der politischen Öffentlichkeit ausreichend geprägt haben? Ich glaube, dass wir hier zwischen innen und außen ein bisschen unterscheiden müssen. Als wir unter der Führung von Gorbatschow in das Reformzeitalter in der alten Sowjetunion eingetreten sind, und sich damit die Möglichkeit am Ende auch der Vereinigung Deutschlands wieder stellte, zeigte sich die dringende Notwendigkeit, schon vorher international Vertrauen in der Welt für die Deutschen zu begründen. Man muss doch immer wieder daran denken, natürlich für die jungen Menschen liegt das zunächst sehr fern, aber nach historischem Maßstab sind ja 50 Jahre nicht so furchtbar viel. Und vor 50 Jahren lag Deutschland am Ende des zweiten der beiden großen Weltkriege politisch, außenpolitisch, international, in der Weltmeinung völlig am Boden. Es war geteilt. Damals im Jahr 45 hätte kaum einer von uns 25-Jährigen sich vorstellen können, welche Entwicklung noch von uns selbst zu unseren Lebzeiten erlebbar werden würde. In den 60er, 70er und 80er Jahren, aber schon in der Adenauerzeit beginnend, galt es von der alten Bundesrepublik her, Vertrauen in der Welt für den deutschen Namen zu schaffen und zu befestigen. Vertrauen, das hieß, verlässliche demokratische Grundlage und Praxis im Inneren und verlässliche Partnerschaft in den internationalen Aufgaben. Daran mit den bescheidenen Mitteln meines Amtes und meiner Stimme mitzuwirken, auch in den Jahren 84 bis 89, also bis zur Wende, war vielleicht der Hauptteil meiner Tätigkeit während meiner ersten Amtszeit. Dann stellten sich die Aufgaben der Einheit. Sie wurden nach meiner Überzeugung, ohne dass ich selber daran ja exekutiv beteiligt gewesen wäre, gerade im außenpolitischen Bereich
mit großer Energie und mit einem Erfolg in Angriff genommen, den doch wiederum keiner von uns noch im Jahr 89 hätte vorhersagen können. Wer hätte wirklich Anfang 89 sich denken können, dass anderthalb Jahre später die große und mächtige Sowjetunion damit einverstanden sein würde, dass ihr damals im alten Sowjetblock besonders wichtiger militärischer und wirtschaftlicher Verbündeter, nämlich die DDR, nun ohne irgendeine Gegenleistung zum Bestandteil der NATO werden könnte. Also das waren gewaltige Entwicklungen, die aber eben nur möglich wurden, weil Vertrauen für den deutschen Namen geschaffen worden war. Sonst hätten sich doch die Amerikaner nicht mit der Energie eingesetzt für diese Einheitsaufgabe, wie sie es getan haben. Und sonst hätte auch Gorbatschow das meiner Meinung nach trotz seiner damals noch vorhandenen Machtfülle es in seiner eigenen Sowjetunion nicht vertreten können. Und dann kamen die inneren Aufgaben dazu und die stellen sich bis zum heutigen Tag. Und an denen habe ich in meiner zweiten Amtszeit, so gut ich es konnte, mitgewirkt. Und Ihnen gilt mein Interesse auch heute nach dem Ende meiner Amtszeit. Sie haben eben zwischen den außenpolitischen und den Wirkungen nach innen unterschieden. Und es klang ein wenig so, als sei die Wirkung der Reden und der diplomatischen Gespräche außenpolitisch erfolgreicher gewesen als innenpolitisch. Ist das richtig, der Eindruck? Nein, da gibt es keine Rangordnung. Was ich nur sagen will, ist, dass die Aufgaben und Möglichkeiten des Bundespräsidenten im Bereich der Außenpolitik groß sind, größer als sie mitunter im innenpolitischen Gespräch wahrgenommen werden. Nun sind Sie ja auch nach Ihrer Zeit als Bundespräsident präsent geblieben im politischen Gespräch. Und wenn Sie etwas sagen, wird es gehört, nahezu so wie vorher. Und deshalb die Frage, wie sehen Sie denn jetzt die Entwicklungen, die als Probleme vor uns stehen? Sie erwähnten eben schon das Problem der Arbeitslosigkeit. Welche anderen Probleme, auch in Bezug auf die Einheit, sehen Sie jetzt vorrangig, wenn Sie die politische Landschaft beurteilen? Zunächst die schon erwähnte Aufgabe, Einheit herzustellen und zu vollenden im eigenen Land und in Europa. Noch haben wir die naheliegenden und organischen Erweiterungsschritte in Bezug auf Europa, in Bezug auf alle die Länder, deren demokratische Ordnung und deren politischer Wille dies möglich macht, ja nicht vollendet. Ich hoffe, dass diese Schritte bald möglich werden, die Beziehungen zu unseren östlichen Nachbarn zu pflegen und auszubauen, ist eine Aufgabe, die sich uns natürlich auch hier gerade von Berlin aus besonders stellt. Ich hoffe, dass das seinen guten Fortgang nehmen wird, auch da, wo es noch einige ungelöste Fragen gibt, zum Beispiel im Verhältnis zur Tschechischen Republik. Die weitere Aufgabe, die ich auch für sehr wichtig halte und an der ich mich nach dem Ende meiner Amtszeit auch noch besonders engagiert habe, das sind die internationalen Organisationen, also vor allem die Vereinten Nationen selber. Auch die Vereinten Nationen haben ja ihren 50. Geburtstag gefeiert, aber zum Feiern nicht so sehr viel Anlass gehabt, sondern zum Nachdenken darüber, was erreicht worden ist und wo es fehlt. Und ich glaube, dass von Seiten der Vereinten Nationen nicht Frieden im militärischen Sinne hergestellt oder aufrechterhalten werden kann, wohl aber im Sinne der Globalisierung der Welt, insbesondere im Nord-Süd-Verhältnis, Instrumentarien ausgebaut und gestärkt werden müssen, die wirklich die Nöte sich zum Arbeitsprogramm machen, unter denen die Mehrheit der Weltbevölkerung leidet.
Und diese Nöte sind mehr durch die ökologischen Probleme, durch die Bevölkerungsvermehrung, den Hunger, die wirtschaftlichen Ungerechtigkeiten, die Migrationen und alle diese Ursachen geprägt, als durch reine Militärfragen. Die UNO ist gegründet worden von den Siegermächten des Zweiten Weltkrieges und das wichtigste Gremium der UNO ist der Sicherheitsrat, der seinerseits darauf konzipiert worden ist, dass er militärisch handeln kann. Das kann er nur, soweit die wichtigsten Mitglieder des Sicherheitsrats untereinander einig sind. Das waren sie, wie wir an der fürchterlichen Tragödie im ehemaligen Jugoslawien erlebt haben, nicht. Diese Seite der UNO ist es weniger als die, die in den übrigen Feldern, bei der Flüchtlingskommissarin, bei dem Schutz der Menschenrechte, bei dem Schutz der Minderheiten und ähnlichen Fragen möglich und nötig werden. Dafür habe ich mich engagiert und ich glaube, dass auch wir Deutschen auf diesem Gebiet sowohl konzeptionell als auch materiell und politisch größere Beiträge werden leisten können und müssen, als dies bisher möglich war. Sie haben einer Kommission angehört, die sich mit den Reformen in der UNO befasst hat und Sie haben diesen Bericht auch dem Generalsekretär vorgelegt und da liegt er nun. Wissen Sie schon, was nun daraus werden wird? Ja, wir haben sie nicht nur dem Generalsekretär vorgelegt. Ich habe ihn auch dem Bundeskanzler gegeben, habe im zuständigen Bundestagsausschuss darüber berichtet und die anderen Mitglieder dieser global zusammengesetzten Organisation haben das bei sich zu Hause auch getan. Reformbeschlüsse dieser Weltorganisation, der Vereinten Nationen, sind kaum zu erwarten in einem kürzeren Zeitraum als von ein paar Jahren. Aber die Erkenntnis von der Notwendigkeit dieser Reformen hat sich doch im Laufe des Jahres 1995 stark durchgesetzt. Das Wichtigste ist übrigens in dem Zusammenhang, was die Amerikaner selber machen. Die Amerikaner, die ja die Vereinten Nationen sich ausgedacht und der übrigen Welt sozusagen als Geschenk übergeben haben, bei denen die Vereinten Nationen ihren Hauptsitz haben. Diese Amerikaner sind selber ein so großes Land, dass man dort immer wieder Debatten darüber erlebt, ob man sich eigentlich um die übrige Welt so viel kümmern sollte und ob nicht die Vereinten Nationen insgesamt vielleicht zu viel Geld kosten und zu unbeweglich arbeiten und dafür mehr Kritik als Unterstützung verdienen. Aber wenn man bedenkt, dass der Haushalt der Vereinten Nationen jedenfalls weit kleiner ist als der Haushalt der Stadt Berlin, dann sollte es doch in der Weltbevölkerung möglich sein, diese unersetzbare, notwendige Einrichtung zur Linderung von Not und zur Hilfe für die Länder, die darauf besonders angewiesen sind, die Erkenntnis für diese Notwendigkeit zu vertiefen. Und ich hoffe, dass wir Deutschen zusätzlich zu allen unseren Binnenproblemen und Europaproblemen uns dieser Aufgaben in Zukunft auch noch mehr zuwenden werden. Die Amerikaner zahlen ja wohl auch einfach gar nicht, nicht? Ihre Beiträge. Ja, die Amerikaner sind das reichste Land der Welt und sind die größten Schuldner der Vereinten Nationen. Aber ich glaube, dass sich das wieder etwas bessert. Jetzt haben wir nur gerade wieder ein Wahljahr in Amerika und da ist das nicht gerade das populärste Thema. Trotzdem sehe ich den Diskussionsstand in Amerika in Bezug auf diesen etwas wunden Punkt eigentlich eher zuversichtlicher als noch vor einem Jahr. Noch einmal zurück zur Berliner Republik. Wir sind jetzt in dem Übergang von der Bonner zur Berliner Republik und ein bisschen habe ich den Eindruck, dass wir von Gespenstern umstellt sind, wo ich nicht genau weiß, wie real die Gespenster sind, nämlich den Gefahren einmal der Arbeitslosigkeit, einer sehr realen Gefahr, aber auf der anderen Seite auch der Gefahr des Rechtsradikalismus oder der Gefahr eines regressiven Nationalismus. Wo sehen Sie die Gefahren für die Berliner Republik in den nächsten 10 Jahren? Zunächst einmal
liegt es mir nicht, einen prinzipiellen, gedanklichen Unterschied der Aufgaben und der Herausforderungen zwischen einer sogenannten Bonner Republik und einer sogenannten Berliner Republik zu machen. Natürlich die Bonner Republik, das ist der Ausdruck, den wir aus der Zeit der Teilung Deutschlands kennen. Mit dem Namen Bonn verbindet sich die Bewährung einer Demokratie auf deutschem Boden, die das von uns im Gespräch behandelte Zutrauen in der ganzen Welt geschaffen hat. Und daher kommt dem Namen Bonn ein hoher Rang zu. Mit der Berliner Republik verbindet sich die Phase der deutschen Geschichte, die eingetreten ist, nachdem zu unser aller Freude die Vereinigung wieder möglich geworden ist. Und dass sie nun Berlin als Hauptstadt dabei haben wird, entspricht dem, was wir in Westdeutschland ja durch Jahrzehnte hindurch immer zugesagt haben für den Fall der Möglichkeit einer Vereinigung. Die Stichworte, die Sie genannt haben, gerade weil wir in einem so sehr viel höheren Maß als früher es mit der Zuwanderung von Menschen aus anderen Völkern zu tun haben, weil aber gleichzeitig der Wettbewerb um Wohnungen und Arbeitsplätze sich wegen der wirtschaftlichen Entwicklungen auf den Weltmärkten verschärft und nicht entlastet wird, ist natürlich eine immer wieder schwer zu lösende Aufgabe, das Zusammenleben in den Dörfern und Städten und Regionen in einer humanen Weise zu praktizieren. Nur glaube ich, dass wir nicht vor einer generellen, strukturellen und sich von anderen Gebieten der Welt negativ unterscheidenden Gefahr der Rechtsradikalisierung stehen. Natürlich gibt es diese Gefahren bei uns, wie es sie überall gibt. Und wir müssen aufgrund unserer Geschichte besonders wachsam sein. Auf der anderen Seite sind die Kräfte, die sich in der eigenen Bevölkerung zum Schutz der Würde des Mitmenschen regen, auch viel lebendiger, als sie es früher in Deutschland erkennbar gewesen wären. Wir haben gerade in den letzten Jahren weit mehr als früher Initiativen, zumal in den großen Städten, erlebt, bei denen die Bürgerinnen und Bürger nicht gesagt haben, das ist Sache der staatlichen Stellen und der Polizei, die sollen sich alleine darum kümmern, sondern sie sind selber auf die Straße gegangen und sie haben auch selber sich zum Schutz von Nachbarn eingesetzt. Mit anderen Worten, die Wachsamkeit ist wirklich in einem guten demokratischen Sinne gewachsen. Und mein Zutrauen dazu, dass wir in dieser immer stärker zusammengewürfelten Gesellschaft auch letzten Endes human zurechtkommen, dieses Zutrauen ist gewachsen. Und was die Renationalisierung im Sinne der Außenpolitik anbetrifft, wir Deutschen sind nicht das führende Land in Europa, aber wir sind das volkreichste und außerdem, also natürlich immer abgesehen von Russland, und außerdem verfügen wir über die stärkste Wirtschaft. Wir sind aber nach meiner festen Überzeugung nach der Herstellung der staatlichen Einheit eher noch europäischer gesonnen, als wir es in der alten Bundesrepublik schon vorher waren. Es entspricht einfach unserem elementaren Interesse, nicht wieder zurückzufallen in frühere Phasen der deutschen Geschichte, in der wir immer schwankten zwischen Osten und Westen und uns nur auf uns selbst gestellt sehen wollten, sondern es ist unser vitales Interesse, dass Europa im Sinne eines gemeinsamen Handelns und letzten Endes auch einer politischen Union zusammenwächst. Und deswegen noch einmal, wir sind nicht die führende Macht in Europa, aber wir sind der wichtigste Motor für die europäischen Fortschritte.
Und ich sehe keine wie immer gearteten, ernsthaften Abweichungen von dieser Interessenerkenntnis bei uns. Die Frage, wer zu welchem Zeitpunkt, in welchem Umfang die Währungsunion in der Europäischen Union freudig oder skeptisch erwartet, ist ja eine ganz andere. Die generelle europäische Orientierung, die sich ja eben gegen eine Renationalisierung wenden würde, ist wirklich Allgemeingut bei uns und darauf können wir vertrauen. Was die Einheitsprobleme angeht, haben Sie ja vor einigen Wochen ein sehr deutliches Signal gesetzt, indem Sie über den Umgang mit der PDS gesprochen haben. Wie sehen Sie denn da die Entwicklung? Sie haben selbst von einem demokratischen Wettbewerb gesprochen und der braucht ja Zeit. Können Sie da eine Prognose wagen, wie viel Zeit es braucht, bis wir in der Lage sind, im ganzen Land demokratisch miteinander umzugehen? Naja, also rein formal gesprochen können wir ja im Deutschen Bundestag oder im Abgeordnetenhaus von Berlin oder in der Bezirksverordnetenversammlung von dem Bezirk Berlin-Mitte nicht unterscheiden zwischen gewählten Abgeordneten, die wir als Demokraten anerkennen, und anderen, von denen wir sagen, die gehören hier gar nicht rein, weil sie keine Demokraten sind. Wir müssen uns natürlich politisch auseinandersetzen. Im Zuge des Zusammenwachsens zwischen Ost und West ist, was die PDS anbetrifft, nach dem 3. Oktober 1990 ja eher ein gewisser Abfall zu konstatieren gewesen, und dann sind auch wieder mehr Stimmen zu verzeichnen neuerdings. Das hängt mit allen möglichen Gründen zusammen. Ich kann mir kaum eine andere Partei denken, die derartig uneinheitlich und heterogen zusammengesetzt ist, sowohl in ihrer obersten Führung wie bei ihren übrigen Funktionären, wie auch bei ihren Wählerinnen und Wählern als die PDS. Sie als eine postkommunistische, undemokratische Einrichtung abzuqualifizieren, ist in Bezug auf einzelne Führungskräfte, die es dort gibt, ganz zweifellos richtig. In Bezug auf alle möglichen ganz jungen Wähler, die, als die Mauer fiel, überhaupt noch gar nicht mündig waren, aber natürlich nicht richtig. Und wir müssen halt zumal in der Kommunalpolitik uns den Nöten und Fragen der Bevölkerung in einer Form stellen, die es möglich macht, sich von den Fragwürdigkeiten, die bei der PDS selbstverständlich vorhanden sind, lösen zu können. Aber wir können nicht sie auf der einen Seite Kandidaten aufstellen und wählen lassen in den Bundestag und dann, wenn sie im Bundestag sind, sagen, sie gehören nicht in den Bundestag. Wenn wir der Meinung sind, dass eine Partei verfassungswidrig sei, dann sieht unsere Verfassung einen Weg dafür vor, wie das Bundesverfassungsgericht sie für verfassungswidrig erklären und dadurch eliminieren kann. Solange sich die anderen Parteien dazu nicht entscheiden, und das kann ich verstehen, dass sie das nicht wollen, ist die politische Auseinandersetzung mit aller Härte zu führen, aber mit demokratischen Mitteln untereinander. Eine letzte Frage. Sie sind ein Mann mit einer Uhr im Kopf. Das heißt, Sie wirken immer wie jemand, der noch viele Pläne hat. Welches sind Ihre nächsten Pläne? Ich wäre ganz froh, wenn die Uhr eine etwas geringere Rolle in den nächsten Monaten meines Lebens spielen würde. Meine wichtigste Aufgabe stellt sich mir im Zusammenhang mit meinem Entschluss, nach Berlin zu ziehen, als erstes Verfassungsorgan, als ich noch Bundespräsident war. Ich war und bin der Überzeugung, dass es gut ist, sich den Spannungen, die es noch immer gibt, bei diesem Zusammenwachsen zwischen Ost und West
möglichst täglich zu stellen. Und so habe ich mein Büro im ehemaligen Ost-Berlin und meine Wohnung im ehemaligen West-Berlin und hoffe, mit dazu beitragen zu können, dass sowohl in Bezug auf Berlin als auch in Bezug auf Deutschland in einer hoffentlich nicht zu fernen Zukunft gar nicht mehr zwischen Ost und West gesprochen wird. Dasselbe gilt auch für Europa und insofern werde ich hier weiterhin mich beteiligen, soweit das möglich und sinnvoll ist. Im Übrigen will ich aber auch hinsichtlich dessen, was ich an Erlebnissen und Erfahrungen miterlebt habe, aufschreiben. Mit anderen Worten, ich will auch noch was schreiben. Aber jetzt bin ich seit noch nicht ganz 2 Jahren aus dem Amt und vorläufig bin ich noch nicht recht dazu gekommen.